Nee. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Raft. Heute ist ein sehr, sehr trauriger Tag. Wir haben alles verloren, was wir haben. Wir haben Hugo verloren. Das ist das Allerschlimmste. Das ist unser ganzes Inventar, das ist Material, das sind materielle Dinge, die kann man wieder beschaffen, aber Hugo. Da kommen wir einfach nicht drüber. Und dem haben wir nicht einmal was da, wir haben auf ihn aufgepasst, er war in seinem Gehege. Er hätte ihn doch mitnehmen sollen. Ja, alles andere war mal selber schon. Und dann haben wir einen neuen Hugo auf der Insel gesehen. Nee. Eieiei. Naja. Aber das Schicksal hat es halt so für uns gemeint, gedacht. Wir haben es nicht verdient, wir haben keinen Hugo verdient. Bin mir sicher, er ist jetzt an einem besseren Ort. Okay. Ich bin reingekommen, hab gelebt und bin plötzlich... Genau, ist mir auch passiert. Jetzt pass auf, ich werde jetzt aufgeben und wieder... Warte mal. Was hast denn du an Inventar? Ich hab Pfeil und Bogen, 8 Pfeile, Axt, Speer, Haken. Das Einzige, was bei mir gut ist, ist der Speer und sonst... 8 Leder habe ich, sehr viel Fleisch, Honig. Vielleicht gebe ich auf und rette dich lieber. So, machen wir es mal. Mir ist nämlich auch eingefallen, dass wir ja das Problem haben mit den... Ja, wir leben halt schon, glaube 34 Tage oder so. Stimmt. Wir dann auch weg. Wahrscheinlich schon, ja. Ne, bleib du mal liegen. Also ich würde echt versuchen, dich zu retten. Never. Kannst du mir nicht vorstellen. Ja. Oh Gott, da ist die leere Wiese vom Hugo noch. Oh mein Gott, Hugo! Ja, das ist echt übel, Mann. Ich muss ja eigentlich fast mit dem Boot noch losfahren. Oh Gott. Ich würde echt starte, renn los und wenn es nicht geht, geht's nicht fertig aus. Wird jetzt gar nicht zu viel Stress machen. Ich zumindest einen Speer oder so einen Scheiß bauen kann oder zumindest einen Haken. Was brauche ich denn jetzt überhaupt? Jetzt mal essentiell, um wirklich da zu dir zu kommen, was zum Essen, was zum Trinken eigentlich nur. Ja. Naja, ein Speer preist eigentlich an, weil gegen den Bären kannst du nichts machen. Richtig, ja. Da hilft nur dem Ausweichen mehr oder weniger. Flasche kann ich mir bauen, die brauche ich auf jeden Fall. Ich mache mir vielleicht sogar 2 Wasserflaschen jetzt. Ja, du hättest eigentlich echt schon vor einer Stunde starten können, mich vorbereiten lassen können. Ach, bitte. Aber ich sehe gerade, dass mein Hunger und Durst wird auch weniger. Ich glaube, ich kann auch ganz sterben. Das wäre natürlich bitter. Das ist dann wahrscheinlich ja dieses Aufgeben, weil der Punkt, glaube ich, sowieso erreicht wird dann. Mach mir keinen Stress jetzt bitte. Nö, nö, alles cool. Du musst dich bloß unfassbar beeilen, sonst sind wir so am Arsch, Benny. Okay, also ich mache jetzt noch eine zweite Wasserflasche. Lass eine durchlaufen, mache eine zweite. Dann brauchen wir was zum Essen. Haben wir natürlich auch nichts. Ja, das heißt, ich brauche eine Angel. Oh, Alter, ist das bitter. Was brauche ich für die Angel? Wenn diese Rettungsaktion gelingt, wird das so übertrieben in die Geschichte. Das wird einmalig. Ich muss mich echt konzentrieren, also Seil. Bolzen haben wir natürlich nicht. Schau allein, wie viel Zeit das Angeln braucht, das ist halt übel. Ich bin ja selber schon wieder am Verhungern und Verdursten. Also Trinken ist jetzt ganz leer? Ne, Hunger ist ganz leer. Ja, das wäre natürlich traurig, ja. Aber... Naja. Aber ich bin noch nicht ganz tot, obwohl Hunger leer ist. Auch wenn es jetzt wirklich so ist, dann kommst du halt auch wieder zum Schiff, dann fangen wir halt beide wieder von vorne an. Ja, natürlich. Dann müssen wir wohl oder übel echt von dieser Insel nochmal wegfahren. Ja. Und da ganz anders ausgerüstet hinkommen. Dann müssen wir nochmal so große Inseln machen. So schaut's aus. Brauchen auf jeden Fall nochmal einen Hugo. Ein Hugo, der ist... Schon allein da hätte man eigentlich erkennen müssen, dass wir aufhören sollen. Ja, der wird abgehauen sein, weil der genau gewusst hat, wo die Scheiße genau endet. Der ist schon längst wieder auf irgendeiner großen Insel. Das war ein Hugo, der hat 100% sechsten Sinn für sowas. Das ist wie das so... Das ist irgendwie so eine eigene Art. Ja. Das ist wie das Hunde so Lawinen riechen können. Und ja, so. Ja, genau so ist das. Ich brauche ja auch einen Speer, damit ich den scheiß blöden Hai hier wenigstens... Okay, es ist alles leer, also toter kann man nicht werden. Okay, na dann kannst du weg. Dann hast du keinen Stress. Zumindest schon mal der Zeitdruck weg, genau. Abgesehen davon, dass ich dich ja jetzt auch nicht da den ganzen Tag liegen lassen will. Ach, ich bin klar. Ich liege ja schon recht gern.
Ja, das stimmt. Mit dem Fuß. Das kannst du das jetzt mal richtig genießen. Wieso haben wir eigentlich so unglaublich viel Glas gemacht? Ich finde auch die Beschreibung schon von Glas echt geil. Da steht einfach dabei, es ist transparent. Er hatte nicht Unrecht. Aber Glas habe ich ganz oft in Kisten gefunden. Ich glaube, das ist ja. Ja, das kann natürlich sein. Was brauchen wir denn noch, um unbedingt, was sich nicht vermeiden lässt? Eine Axt wäre vielleicht nicht schlecht. Jetzt aber schon bald, wir haben schon wieder kein Metall mehr, oder? Oh, dieses scheiß Metall brauchst du echt zum Saufuhr dann. Das ist echt futsch. Bitter. Kann man nur die billige Axt machen. Dafür brauche ich Steine. Gott sei Dank haben wir ein paar Steine auf der Seite. Ich wollte gerade sagen, der hätte wenigstens ein Schild sein können. Achtung Bären, aber das gab es ja sogar. Ja, ich frage mich sowieso, was eigentlich der Grund, also warum wir eigentlich diese Dings da gebraucht haben, diese Wildbären da. Das, die hatten ja offensichtlich was damit zu tun. Aber stand da irgendwas? Ich habe überlegt, ob man die bräuchte, um ihn abzulenken oder... Nee, ich glaube, die haben den gerufen, oder? Kann auch sein, das wäre natürlich noch krasser. Boah, ich bin bei der Shark Grot Hoverboard gefahren. Okay. Ist das schwer. Ja, das glaube ich. Das hätte ich nicht gedacht. Das schaut immer voll lässig aus, hä? Das war die Hölle. Jahrelang üben. Ich habe mich mit beiden Armen festgehalten und trotzdem bin ich nur so Mongo vor, zurück. Das war das Schild oder der Weg zur Ranger Station 6 eigentlich, gell? Genau. Das Schlimme ist, ich musste dich ja auch zurückbringen. Dann, das vergesse ich ja immer. Ich meine, einfach, ich gehe da hin und belebe dich wieder, aber ich musste dich ja komplett bis zum Schiff zurückbringen. Und dann sind wir da und wir haben nichts eigentlich. Ja, dann gehen wir schon nochmal. Ich habe auch noch Fleisch ohne Ende dabei. Könnte ich eigentlich jetzt meine ganz blöde Frage, kann ich nicht ein Bett bauen hier einfach an Land? Das glaube ich nicht. Nee, es geht nicht. Okay. Übrigens. Egal. Ich habe das mal umdrehen, das Versuch, also zumindest mal abbauen und schau, ob es wieder geht, aber ich glaube. Weißt du, was wir hier so gemacht haben und der Motor und die Scheiße, ist alles Chapter 1. Okay, Scheiß. Also Relaisstation 6 war das, gell? Und dann bist du nur noch das Schild da, stand zur Nummer 6 und dann... Und dann rechts statt links. Ich hoffe jetzt ganz grob, dass jetzt hier keine Bären unterwegs sind. Weil alleine sind die ja doch ein bisschen tricky. Oh, da ist schon einer. Na super. Den umgehen wir jetzt einfach mal. Da steht nirgendwo, wo du diese Scheiß Machete herkriegst. Ja, wie findest du die Machete? Soll, aber man hat gedacht, nee, ich lasse es irgendwie, weil was soll denn noch groß passieren? Also ich gehe jetzt davon aus, wenn wir den Bären getötet haben, dann ist da halt wahrscheinlich irgendwie so ein Rätsel oder irgendwas, was die, wo man dann die Machete aktiviert, kriegt, Bauplan findet, wie auch immer. Und dann kann man durch die Dinge zur Station Nummer 6 gehen. Jetzt mal meine strohdumme Vermutung. Also da ist der Bär. Also das ist das der ganz große? Da legt jetzt nicht mit einem Kleiner auf. Ja, ich bin jetzt an der Weggabelung, wo es halt links zur Station Nummer 6 geht und rechts der große Bär. Ne, das ist nicht der große. Der hat so weißes Gesicht gehabt. Da ging es ja noch viel weiter. Jetzt warte mal, das stimmt ja gar nicht. Oh, jetzt kommt er her. Fick dich. Wie hast du das mitgekriegt jetzt, du blöder Bär? Versuche jetzt einfach vor dem davon zu laufen. Ich weiß nicht, ob es geht. Wir sind dann da einfach runtergegangen. Ja, genau. Okay, ich habe ihn wohl abgeschüttelt. Oh mein Gott. Gänsehaut. Du konntest da dann vielleicht da einfach... Na, das ist wahrscheinlich auch nicht besser. Mich nehmen, einfach irgendwo abspringen oder so, aber... Ja, das wäre vielleicht gar keine so blöde Idee. Oh, ich höre den die ganze Zeit, das Geräusch ist so nervig. Ich fand jetzt echt übel, dass der andere mich auf wirklich sehr große Entfernung wahrgenommen hat und zu mir hingerannt ist. Das heißt, den brauche ich eigentlich auch nicht groß rum da. Ich glaube, ich höre ihn auch schon laufen. Gott, jetzt habe ich Angst. Ja. Ach, da ist er ja. Ja, ich... Ach, da bist du, okay. Ach, der ist jetzt an... Weißt du, was der macht? Hä? Der ist an diesem Korb, wo die Bären sind wahrscheinlich. Okay. Ich glaube,
hätte mir die da reingetan und aktiviert. Hab ich. Oh Gott, du hast mich! Ja. Oh Gott! Er hat's gekriegt. Ich bin's aufgeregt. Ja. Ich renne. Jetzt müssen wir an dem anderen da oben halt noch vorbeikommen. Ja, darum sage ich, da hat echt einfach irgendwo Orbit-Jumpen, wo Wasser ist. Ja. Das haben wir ja eigentlich aus dem Schneider. Ja. Wie das aussieht. Ja, das haben wir dann gedacht. Das heißt dann natürlich wieder... Krieg ich jetzt da mal kurz hin und ess mal noch was. Mein Gott, wie er zusammenbricht. Oh mein Gott, ich hab so Mitleid. Jetzt wird's natürlich auch noch Nacht, ist ja klar. Ist doch schon die ganze Zeit, oder? Bei mir wird's jetzt erst Nacht. Ach, ist das bei mir so dunkel, wenn ich tot bin? Wahrscheinlich, ja. Also ich sehe schon, wahrscheinlich werde ich jetzt ins Bett legen und dann stirbst du einfach richtig. Okay, ich muss mal kurz einen Spielsound lauter. Man kann auch nicht Escape drücken, das ist ja bitter. Ich muss mich echt konzentrieren, jetzt um den Bären vielleicht zu hören, bevor ich vor mir steht. Lass dich in Ruhe. Oh, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Okay, kommt der daher? Wo ist der? Wo bist du, verranzter Wichsbär? Oh, der kommt her! Oh, schnell! Verranzter Wichsbär. Oh Gott, ich höre ihn! Oh mein Gott, der ist hinter mir! Ich hab so Angst! Ja, notfalls lass mich liegen und renn weg oder so. Ja, ja. Ich glaube, er tut mir nichts. Also, er hat jetzt schon ein paar Mal geknurrt. Der ist die ganze Zeit noch hinter uns, glaube ich. Ich höre ihn. Ja. Oh Gott, ich bin richtig Gänsehaut. Ich auch. Oh Gott, das ist so scheiß spannend. Aber er tut mir nichts. Also, er ist wohl hinter uns und brüllt. Ich habe jetzt Angst, mich zu verlaufen, eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, das. Die Insel kenne ich jetzt mittlerweile ein bisschen, aber. Ja, nein, der ist immer noch da. Fuck. Oh mein Gott. Er ist weg, okay. Ich kann jetzt mal kurz überlegen. Jetzt pass auf, wir sind an dem Schild gewesen, Ranger Station 4. Und links geht's zur 6er. Und ich bin von der Ranger Station gekommen, kann es sein? Ich glaube ja, ich glaube, ich bin den Bergen aufgekommen. Ja, das schaut gut aus. Ach oh Gott, die Aktion wird echt. Ich bin guter Dinge. Verschrei's nicht. Ja. Aber wenn das klappt und wir dann und Hugo wiederfinden, dann ist alles super. Ja, das ist die nächste Aktion. Dann wir scheißen auf alles, was auf dieser Insel so gibt. Wir suchen bloß noch. Genau. Wow, wow, wow. Schwimmst du? Ich bin ja am Wasser, aber auf der falschen Seite. Super. Ich weiß gar nicht, was ich noch im Inventar habe. Wahrscheinlich Steine. Bei der Brücken da aufkommen haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt bin ich echt so im Kreis gegangen, dass ich wieder hinter diesem. Das kann nicht wahr sein. Hinter dem Riesenbären rauskommt, der gerade an diesem Kübel frisst. Alter! Warst du schon am Wasser? Das gibt doch gar keinen Sinn. Ja, der war ja auch viel weiter oben, oder ist das noch einer? Vielleicht ist es auch so, dass die Bären jetzt alle was zum Fressen haben und jetzt konstant abgelenkt sind. Aber gut, der eine ist mir hinterhergerannt. Ja, ist klar. Das ist schon was Besonderes, der da oben. Aber das war jetzt definitiv ein anderer, der an so einem Ding stand und gefressen hat. Da ist noch einer, der läuft rum. Okay. Das Problem ist halt auch jetzt. Gut, du hast dein Zeug noch. Da geht's schon einigermaßen. Ja, wir fahren jetzt da weg und. Keine Planken mehr, nichts mehr. So, fahren da weg und dann craften wir uns alles wieder zusammen. Ja. Müssen wir halt erst noch ein paar Inseln abklappern. Ohne Machete brauchen wir da ja eh nicht mehr hingehen. Da müssen wir sowieso schauen, wo wir die herkriegen. Ja, aber ich bin schon der Meinung, dass man die auf der Insel kriegt, eigentlich. Meinst? Ja. Ich denke ja. Also ich hab. Man sogar, dass man die craften muss, aber. Tada. Mein Gott! Ist das krass! Geile Aktion. Ich bin echt schon sehr stolz. Ja, der schreibt Finding the Machete und Balboa, ja. Genau. Ist tatsächlich an der Insel. Oh mein Gott! So. Ich klemme was auf den Grill, oder?
Sehr guter Plan. Ich angel gleich weiter. Ja, heftig, heftig. Achso, das ist ja schon fertig. Dann esse ich's. Ja, mein Essen habe ich ja dabei gehabt, gell? Oh, sowas habe ich gedacht, aber dass der diesen Mörderberg kommt, daran habe ich nicht gedacht. Ja, vor allem, weil er halt jetzt wirklich gefressen ist. Ich glaube echt, wir könnten da jetzt einfach hingehen und an dem vorbeihuschen oder ihn töten oder was man halt auch immer machen müsste. Das ist jetzt gerade eben, du warst ja gute 10 Meter hinter dem oder vielleicht 5 Meter. Ich bin hin und hab dich geholt und der hat sich nicht gerührt. Ja, aber ist das schon ein Track? Vielleicht muss man den töten, oder? Was man bei dem machen muss, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall abgelenkt. Man sagt, man geht an dem vorbei und hat dann irgendwas davor, dann ist das auch okay, aber... Das würde ich halt erstmal probieren. Ja, du hast halt nichts mehr, gell? Hm. Nicht viel. Nö, Fische habe ich ohne Ende jetzt. Mit Essen hätten wir genug. Trinken können wir auch machen. Wer habe ich? Bogen habe ich. Einen Bogen kannst du halt schon brauchen, gell? Mhm. Ja, jein. Wir bräuchten auf jeden Fall Planken, aber... Ah, wir haben ja eine Möglichkeit, Planken zu kriegen. Noch nicht. Aber eines Tages. Achso, mit deiner Pinie da. Mhm. Ja, wir brauchen auch für den Grill welche. Ich hab nur 3. Also ich konnte den Grill noch einmal befeuern. Möchtest du Wasser auffüllen? Ja. Nein. Doch. Er füllt schon auf, du musst nur leer machen. Ja, mehr geht nicht, hab schon voll. Ach schon. Da ist noch eine Planke, die hol ich schnell. Komm ich ganz todesmutig hin. Unbedingt. Zack, da ist noch eine. Ja, da knuspert mich der Hai. Vielleicht, wenn es dann Hugo irgendwas ist, gell? Ich schau, der ist... Ja, nein, ich sterbe jetzt nicht, hör auf. Hör auf. Achso, ich hatte ja kaum Energie. Wirklich? Nee, passt schon. Ja, also wenn du mir jetzt nochmal gebissen hättest, dann... Wäre der Kass bissen gebissen. Dann wäre der Kass bissen. Also mein Plan wäre folgender. Wir nehmen, was wir haben. Ich habe echt gut viel Essen dabei. Gut, der Wels wird nicht mehr fertig. Hast du noch eine Planke? Nee, oder? Doch. Hau dir mal den Grill, bitte. Wir haben auch hier schon ein bisschen Leder gebunkert. Leder haben wir, ja. Wofür Leder? Einfach so, dass wir es halt haben. Ja, du hast ja auch noch jetzt was übrig gehabt, gell? Ja. Also ziemlich alles, was wichtig wäre, habe ich jetzt mal abgelegt. Wir sollten auf jeden Fall auch nochmal mit der Axt ein paar Pinien umhauen, da. Ja. Axt habe ich dabei. Zapfen haben wir da. Also ich habe ohne Ende Essen und Wasser dabei jetzt. Den Wels kannst du dir dann nehmen. Dann hau ich nochmal ein Dings drauf, einen Lachs. Ach, hier ist Rohr. Ich für den Transport von Substanzen zwischen verschiedenen Maschinen. Kai, verpiss dich, Alter. Kai! Hau ab! Mein Gott, hat er schon wieder. Beim Motor hat er einen Fetzen wegbissen. Nein! Mann, um den Motor rum ist... Ja. Oh, stimmt. Mein Gott, du bist so ein scheiß elendiger Wichsfuchs. Das passt ja auf keine Kuhhaut, hä? Gibt man Hugo nicht einer Kiste lenken? Ah,
Also ich habe 3 Wälse dabei und plus noch ein paar kleinere Fische und die 3 Steaks, von denen wir mal noch geschaut. Also ich habe komplett Essen für uns beide dabei. Irgendwie. Okay, sehr gut, ich habe jetzt nichts. Ja, nimm dir den Lachs noch, der da ist. Ich müsste aber auch gleich was essen, wobei hier sind noch Melonen, gell? Die knusper ich schnell. Dürfte ich gesättigt sein? Na, bringt nicht voll. Da sind immer ein Raw Meat drauf. Ne, die Melonen, die bringen nicht viel, die bringen eher was zum Trinken. Schaut, dass wir noch keine Ananas haben. Mhm. Ich denke, Kompott wäre schon eine feine Sache. Aber wie lange braucht denn dein verschissener Lachs? Ich bin ja irgendwann mal fertig. Dann hau ich noch einen Barsch daneben, oder? Achso. Ah, ja. Ja, nehme ich die 3 Sachen noch runter, dann sind wir beide echt massiv versorgt, oder? Ja. Wie immer wieder mal Orbit tauchen in der Hoffnung, doch noch zu finden. Ich glaube, dass der einfach alt war und gestorben ist. Das kann auch sein. Er hat ja wirklich sehr viele Eier gelegt. Kannst du jetzt da was hacken? Ich nehme. Mhm. Nein, nicht komplett wegmachen. Nein, aber echt nicht? Ich wollte es eigentlich da lassen und schauen, ob das wieder nachwächst. Ach so? Du brauchst jetzt mal einen Pinienzapfen, wenn du die wieder neu anpflanzen willst. Ich habe noch einen. Oh, das bringt tatsächlich 7 Planken. Wie süß. Ja. Auch frisches Wasser. Nehmen wir meinen Gießbecher. Achso, bist du schon unterwegs? Haben schon. Das ist die Pinie jetzt, unser neuer Hugo. Nein, Hugo kommt nichts ran. Da hat er das kurz gesagt, dass ich berühre es aber schon. Ja. Können wir jetzt mal hier, verdammt. Oder seit er es nicht gekehrt hat. Wie lange dauert denn das noch? Fertiger, Kartoffel fertig. Schicken die Leute mal Sprachnachrichten. Ich kann das nicht lesen jetzt. Okay, jetzt müsstet ihr aber auch schon wieder was essen. Ja, ich auch bald, wenn wir noch länger warten. Ja gut, gehen wir los. Plitschi Platsch. Und Plitschi Platsch geht los. Never geht das niemals. Ich habe gerade ein Video angeschaut von Orm, der wo ja, Feinding eine Machete. Mhm. Und der hat gegen den Bären gekämpft. Okay. 2-mal gestorben. Mhm. Dann habe ich nicht weiter geschaut. Also ich weiß auch nicht, ob man den töten musste, die Machete, aber er hat den auf jeden Fall versucht zu töten. Ich habe jetzt mal die Hoffnung, dass er einfach nur dumm war. So wie wir. Ja, richtig. Also die kleinen Bären würde ich sagen, versuchen wir zu umgehen oder abzuhängen. Ja, wobei bei dem... Hm? Ja, gut. Ja, die haben wir nichts abzuhängen, die Bären, aber muss ja trotzdem nicht sein. Genau. Und zwar da links ist einer, da brauchen wir nicht hingehen. Ja, wir müssen sowieso in die Richtung. Ja, bestimmt, genau. Dann wie lang? Jetzt frage ich mich aber wirklich, wo war ich vorher, wo der andere Bär war? Der andere Große, der auch aus diesem Kübel gefressen hat. Das heißt, ich weiß nicht, ob es ein Großer war. Wer saß halt genauso wie der Große jetzt, wo ich dich gerettet habe, an dieser Kiste, wo immer die Bären leider haben, und hat daraus gefressen. Vielleicht gibt es an mehreren Stationen solche fetten Bären. Genau. Wo du mir jetzt geholt hast, hat der nichts getan, oder wie? Nein. Der hat nicht einmal reagiert auf mich, der saß einfach da noch gefressen. Und du warst nah dran, oder? Ja, schon ziemlich. Also ich sag so 10 Meter oder so, da wo mir der Kleine letztes Mal sofort verfolgt hat. Der hier, ich glaube hier kommt jetzt kleiner. Gott, ob das was wird. mir nervt das so sehr, wenn du die Shift-Säcke hast. Ja, vor allem ist das ja scheiße langsam, trotzdem. Richtig. Ja, jetzt rechts. Glaube ich, irgendwo einer gewesen, aber.
Rechts ist jetzt der Fette, oder? Noch nicht ganz, nee, das habe ich ja gemeint. Da kommt jetzt erstmal ein kleiner, weil ihr erschrocken bin. Oh! Genau. Also. Vor dem bin ich aber weggerannt und dann rechts rum. Der verfolgt dann auch nicht so lang. Er geht damit bis zu irgendeiner Kante, glaube ich. Warte mal schnell auf mich. Ich töte den gerade. Okay. Ja, der hat sie genau vor mir gestellt, aber ist eh gleich tot. Okay. Ja, die normalen sind echt locker. Ja, ist tot. Wobei, der hat so ein weißes Gesicht. Was ist der andere? Was? Ja, der war schon viel größer, gell? Der war größer. Weil dann haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Fleisch. Wir haben Naschen, oder was? Mhm. Hier, schau mal da rechts, wo der Bär ist. Siehst du das da? An diesem Cliff? Ja, ja. Schaut doch aus, wie so eine Basis oder irgendwie sowas. Interessant, da waren wir noch gar nicht, oder? Ja, glaub nicht. Wir gehen jetzt runter und dann müsste ja links der Große sein und der frisst dann da aus dem Ding, wenn alles nach Plan läuft. Und das da rechts, was jetzt nicht der Große oder der Kleine ist. Sollte da erstmal einer hingehen vielleicht? Ja, hätte ich gesagt. Also schaust jetzt hier über die Kante drüber und dann ist er da unten schon irgendwo. Ne, der ist nicht an der Kiste, oder? Doch, ist er. Mhm, der drum. Züchten, oder? Ja. Hier irgendwie rum. Ungefähr da rechts in dem Baum. Oder hier an dem Stein. Ja, was jetzt an? Jetzt gehen wir entweder rechts rüber. Oder jetzt gehen wir mal rechts, da wo wir gerade das gesehen haben. Ja. Im Bären können wir ja Gaga machen davon. Ja, vielleicht ist das echt der Plan, dass du die Bären da hinter musst und dann dort oder nichts, genau. Oder so. Das ist meine Vermutung, weil der wahrscheinlich, aber der schaut auch ziemlich groß aus. Ja, das ist normaler, glaube ich. Das ist normaler. Ja. Hey, bitte, wenn der andere das jetzt mitkriegt und von hinten daherkommt. Ja, dann gleich rechts runter ins Wasser. Ja, okay. Nice. Ding, Honig nehmen. Honig. Einfach Serge. Das ist übrigens nur für den Biokraftstoff, gell? Mhm. Das ist echt traurig. Honig. Ich so gerne ein bisschen Honig schnabuliert eigentlich. Und es gibt die nur auf Balboa Island, also. Und der aufgebraucht ist. Ach, Bäume, danke. Du Fuchs. Birkensamen, ach cool. Können wir jetzt Birken auch anpflanzen? Irgendwo ist nicht, dass wir sowas sehen. Schon wieder Nacht. Ja, ist kurz grantig, oder? Oh Mann, es ist so räudig in der Nacht. So eine Arena irgendwie. Dann wieder Bären, oder? Wildbären. Mhm. Mal mit. Unbedingt. Was für eine Arena? Wo? Mhm. Ja, hier einfach so ein großer offener Platz. Schaut. Ach so. Mal kämpfen so quasi. Der geht nicht. Du hast schon Baumologie studiert, gell? Mhm. Hast du Zeit auf der Baumschule? Macht das Sinn, wo wir da jetzt gerade hier hatschen? Ich habe überlegt auch gerade. Jetzt sieht man halt auch wieder nichts. Und wenn jetzt ein Bär kommt oder so, im Dunkeln möchte ich eigentlich nicht kämpfen. Ich auch nicht zwingend. Einmal Wildbären, okay. Ja, warte mal hier mal, oder bis Tag wird. Was heißt denn hier bei dir? Ich bin hier oben, ja, da neben dir. Überhaupt keinen Sinn in der Nacht. Oh. Warten ist halt immer so eine Sache, gell? Mit Ressourcen. Und dann wollt ihr was naschen? Ja, ich hab grad schon wieder. Hast du schon rohes Fleisch gegessen? Nee, du hast mir gesagt, ich soll das mal essen. Interessant, ob das was bringt. Den Honig könnte ich auch essen, aber der bringt glaube ich nichts, oder? Boah, den auf gar keinen Fall. Ich höre da unten einen Bären. Oder? Ja.
was machen wir jetzt, wenn es dann Tag wird? Gehen wir einfach wieder zurück? Ja, dann schauen wir uns hier mal um. Vielleicht sehen wir von hier aus was. Und ansonsten würde ich schauen, dass wir möglichst weit um den Bären rumlatschen. Also ihr habt gesagt, wir gehen wieder zurück und gehen quasi dann an dem großen Bären vorbei. Ja, ja. Das geht oder nicht? Man ja. Also wenn ja. Der jetzt, wenn wir den jetzt von hier sehen, der frisst da, dann gehen wir so einen großen Bogen um den rum. Weiter halt. Good talk. Die wohlige Melodie erklingt. Alter, der Mond ist noch einmal an der Spitze. Ich finde aber echt cool, wie du da stehst. Und du hast übrigens den Wildschweinkopf auf. Ja, ja, du hast mir ja gerettet. Ja, klar. Den Mond anschaust, das schaut echt aus wie so ein Werwolf. Das ist voll geil. Ja, gut. Ist diese Warterei ätzend. Also wirst du jetzt hier runtergehen oder einfach wieder den Weg zurückgehen, den wir hergekommen sind? Nee, das jetzt echt warten, bis Tag wird. Ja, ist ja gleich. Wir können ja schon mal losgehen, hätte ich gesagt. Ja, ich wollte eben schauen, ob ich von hier oben irgendwas sick. So. Vielleicht. Da unten ist zum Beispiel eine Küste habe ich noch gar nicht gesehen. Eine Küste oder Kiste? Küste. Der einzige Aufgang zu der Insel, den ich gesehen habe, war durch die zwei Höhlen. Ja, ich bin ja vorher bei einem anderen rausgekommen, das vielleicht gleich ist. Ein paar Sachen. Ja, aber da ist so ein richtiger Strand. Da waren wir noch nicht. Ja, da war ich vorher, genau. Achso, doch. Das war da, wo ich meine, ich bin das erste Mal richtig, wo ich dann wieder umgedreht habe. Okay. Also die Insel, das scheint so riesig, aber ist ja irgendwie doch nicht, gell? Nee, du bist nur hoch wie Sau irgendwie. Ja, genau. Mann, jetzt wird halt Tag. Also ich schaue mich hier um und ich sehe eigentlich alles, aber ich sehe halt, dass ich nichts sehe. Okay, ja, wenn du willst, dann... In welcher Richtung war denn der fette Bär jetzt? Ich glaube, hier runter muss jetzt gehen eigentlich. Wo ist hier? Jetzt ist es echt blöd, dass man nicht weiter sieht, gell. Hier bin ich schon nach rechts. Ah. Ja. Ja, da hätte ich jetzt gesagt, wenn wir hier so weit drüben gängern irgendwie, dann gehen wir vielleicht an einem vorbei. Ich würde ihn halt gerne mal sehen. Ja, sehen würde ich ihn auch gern. Am Latschen machen wir wahrscheinlich genau in den Schoß. Genau. Olafo haben wir uns doch eigentlich auch. Der Baum, der da runter geht, der ist so, das Geäst ist so dicht. Also da geht ein normaler Weg runter. Jetzt gehen wir mal den entlang. Vielleicht ist das sogar der offizielle Weg, den wir jetzt gehen, um den Bären zu umgehen. Hör ihn noch nicht. Oh, da ist ein Schild. Ja, wäre auch gesehen. Und ich habe eigentlich Angst, dass das wieder da ist. In case of bear sighting. Ich weiß Leaf area. Ah, da ist er, der Bär. Da frisst er. Ich bin jetzt wieder bei einem Wegweiser. Ja, ich bin hier. Ja, dann. Wenn du hier links schaust, da frisst er dann. Jetzt ist halt die Frage: Müssen wir jetzt zum Beispiel da vor? Oder ist eine Hülle? Links ist eine Hülle. Ich glaube, da kommen wir rein. Alter, ich sehe nix. Ich sehe den auch nicht. Ach, da frisst er. Ah ja, dann sind wir jetzt quasi schon an einem vorbei. Genau. Aber ich glaube, dass das einfach ein normaler Weg ist, weil da auch ein Wegweiser dann. Da gehen wir mal in seine Höhle vielleicht. Da gibt es bestimmt die Machete oder irgendwas. Könnte man vorstellen, ja. Die Kiste muss ich lange looten. Ui. Fast wäre ich Machete. Plan Machete, ja, passt. Okay. Ja, jetzt hält sich in Grenzen hier die Trickigkeit. Aber das ist eigentlich so, ja, eine Herausforderung genau für uns. Das stimmt, ja. Auf unserem Niveau. Das Ding ist aber, was braucht man für die Machete? Das ist wahrscheinlich wieder voll zum Kotzen. Dunkler war wie. Die hat man ja einfach. Seht die gar nicht. Oh. Also ich hab eine jetzt. Ach, toll für dich. Im normalen Inventar. Ja, die hast du wahrscheinlich in der Kiste gekriegt. Das mag sein, ja. Gut. Passt ja auch, dann gehen wir jetzt wieder da hoch, oder? Richtig, jetzt, ja. Tag wird es anscheinend nie wieder, also. Das ist jetzt in der Nacht. Ist doch jetzt noch viel dunkler als vorher. Ich überlege gerade, ja genau, ob wir da jetzt auch rechts an ihm vorbeigehen sollen, ob wir das unser Schicksal nicht so herausfordern. Wir müssen ja wieder an ihm vorbei, oder? Ja, dann wir gehen halt da weiter und schauen, was da noch kommt. Kann halt sein, dass das komplett anderes Wegesystem ist jetzt. Oder? Oder etwa doch? Ich gehe fast davon aus, aber selbst dann können wir ja noch irgendwas Cooles finden. Genau. Und noch viel mehr die Orientierung verlieren. Richtig, richtig. Ja, aber das sind ja wieder Wegweiser, also. Da leuchtet, geht da die Sonne auf oder ist da eine Atombombenexplosion? Das ist der Sonnenaufgang.
Das sind die Relaisstationen. Wieder zur 6er wollte man gehen. Perfekt. Genau. Wie konnten wir diesen Weg vorher nicht durch Zufall einfach schon finden? Ja, das ist genau hier diese Abkürzung, wo man immer... Wahnsinn. Keine Ahnung, was da los war. Ja, genau, hier lang. Was? War nicht gerade überhaupt nicht. Boah, wie diese Machete in der Sonne funkelt, das schon wie so ein Licht. Ja, viel Spaß mit deiner Machete. Ja, der Speer ist auch schön. So, dann müssen wir uns dann durch diese Höhle durchschnitzeln. Da wird man viel mehr auf Bäume achten, eigentlich zum Fällen. Da ist einer. Hm. Uns fällt ja auch noch was. Auch? Weil, ja. Ach, stimmt, ja. Glaube ich zumindest. Ach so, das konnte man noch irgendwo noch schauen, gell? Ja. Ja, genau. Wir haben den Hammer und die Säge, ja. Und es gab aber noch einen Teil. Was ist aber nicht mehr was? Ja. Sinnvoll wäre es, wir würden sie jetzt quasi bei der Relaisstation 6. Wäre nice, ja. Bezweifle ich auch fast. Die Glühbirne fehlt uns noch. Ah, ja, genau. Da rechts ging's zum Bären. Oh, jetzt hier nicht nochmal irgendwo ein Bär. Und hier ist jetzt die Höhle, wo du jetzt aufhackeln musst. Mit dem Fuß? Mit dem Fuß, ja. Fuß mit der Fußkette. Zack. 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 Ja, geil, Alter, hä? Das war's schon. Oh ne, da geht's noch weiter. Oh, jetzt schon. Warte, das war. Ich seh dir. Damit die Zuschauer auch mal was davon haben. Hier liegt's. Wenn das halt mit der Axt nur möglich gewesen wäre, gell? Ja. Aber, so wie das ausschaut, ist da einfach nur ein Pilz jetzt dahinter. Das wäre halt ein Schmankerl. Ja, Pilz. Ne, da geht's weiter. Das wäre jetzt echt krass gewesen. Alter, ich sehe nichts. Das ist einfach zusammengesegeltes Schild, oder was? Jetzt echt gelacht, wenn wir einfach wieder an unserem Boot rauskommen. Wenn der Hugo jetzt hier steht, weil er eine Abkürzung gefunden hat. Zutrauen würde ich es ihm, ja. Voll geil. Genius, Mann. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass wir so schnell so erfolgreich. Ja, zu schnell fast, gell? Ja. Das endet wieder wie Forrest. Ja. Ich meine, du wirst einfach nochmal runterspringen, nur damit es halt nicht so schnell endet. Also damit es endet, aber naja, du weißt schon, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ah, da ist er. Und ha. Schraubenschlüssel. Brunsschlüssel. Brunsschlüssel. Boah, da, Alter, jetzt habe ich aber schon ein bisschen Angst. Kraftstofftank. Und Relais. Oh, Gott. Ah, 9107. Aha. Ist doch noch nicht vorbei. Das wollte ich dir nämlich gerade sagen, im Internet stand, Balboa ist die letzte Insel. Okay. Was ich dir eben dann nicht sagen wollte. Ja, zu Recht. Bist du da schon hoch? Ich war auf dem Dach oben, ja. Das war, ich hab mich sehr eingeschissen. Warum? Ich hab eine Kiste gefunden. Okay, ich wollte gerade sagen, da muss ja irgendwas sein. Nee, das war nur gebaut, um sich einzuschissen. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zur Ranger Station. Ja, stimmt, genau, da war ja auch noch was. Aber die Lightbulb haben wir jetzt nicht. Die haben wir nicht, ne? Okay. Ja, ist ja doch noch ein bisschen tricky. So, was ist da unten? So auswendig kenne ich mir dann jetzt hier doch noch nicht aus. Null Chance, Mann. Das sind einfach nur Bäume. Ich schau mal hier ein bisschen. Da unten ist wieder ein Strand. Ja, ich muss jetzt eh hier runter. Da werde ich nie wieder hochkommen. Okay. Was ist hier noch? Boah, da geht's aber wieder. Wieso bin ich denn hier lang gegangen? Der Sturzschaden hielt sich ja eh in Grenzen, gell? Ja, hast du zumindest gesagt, ich vertraue dir da jetzt einfach. Wir werden es gleich feststellen. Ja, alles gut. Ja, wo bin ich jetzt? Da waren wir doch auch noch nicht. Fast interessiert, wo du jetzt eigentlich runtergesprungen hast. Achso, doch, ja, da ist der fette Bär. Okay. Wo bist du jetzt runter? Wo der fette Bär ist. Ey, der Bär. Auf der anderen Seite ist ein Strand. Und
Ja, ich hätte fast nur weiter Orbi und dann quasi von unten neu starten zur Ranger-Station. Die war ja ziemlich am Anfang eigentlich. Ja, ich glaube, ich weiß, wo du runter bist. Was ist da? Ne? Ja, ich bin jetzt an einer ganz blöden Stelle. Hoch, 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 hoch. Okay. Oh mein Gott, ich rutsche. Geh einfach so weit wie möglich runter ins Wasser und fertig. Boah. Ja, ich bin jetzt an einem großen Bären vorbei. Bin jetzt. Jetzt bin ich ganz unten. Das wäre so ein Bauzaun. Am anderen Strand, den wir von vorher gesehen haben. Oh, du hast so ein fetter Frachtcontainer im Wasser. Mit nichts drin. Cool. Cool. Ja, grüß die Benchmaster. So schnell kann es gehen. Ich verdurste und ich verhunger. Wollen wir zur. Gehen wir nochmal ans Raft oder? Ja, wobei ich habe ja noch was zum Essen und zum Trinken habe ich auch noch was. Bin ich auch genug dabei. Also wir wollten ja noch zu müssen ja noch zu Rangers. Ja. Wir unsere Mission schon wieder aus den Augen verloren. Was für ein blöder Kackweg, aber das ist wahrscheinlich der Originalweg. So sehr nach unserem Dings gesehen, nach unserem Floß. Ja, ja. Ja, mag ich doch. Das ist wahrscheinlich der Weg, wo du hochkommst. Also ja. Wenn du halt dort zufällig anlegst an der Insel. Das ist wieder so ein fetter Bär beim Fressen. Ja, genau. Das ist wirklich ja. Ein anderer. Das ist der, den ich da vorher gesehen habe. Ja, genau, stimmt. Da gibt das alles Sinn, was du da geklappt hast. Ja. Wie so oft erschließt sich der Sinn meiner Ergüsse. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ranger-Station hier lang. Hat er das eigentlich gespeichert? Weil ich habe mir die Zahl nicht gemerkt. 9107, ja. Und ich hätte es mir gemerkt. Echt? Ah, ich habe ein brutales Zahlengedächtnis. Ich wusste nur noch 9-1 und noch war Schluss. Mein Gedächtnis ist so schlimm geworden. Datum, Namen, alles. Das ist echt dramatisch. Ich kann mir sehr vieles nicht merken, aber mit Zahlen oder gerade so Zahlen folgen. Finde ich sehr gut. Geburtstage auch, ganz schrecklich. Ich hatte echt eine Zeit, wo du mir eine Handynummer einmal sagen konntest, dann nicht völlig gemerkt. Das einzige, also. Oh oh. Oh oh. Wird dann immer voll beleidigt. Du. Ja, ja, Mann, ich will doch nur rumbären. Wie chillig die mittlerweile sind. Ja. Ja, gut, die will man. Was? Hör auf, Mann. Was? Nein, du Arsch. Kriegst mein Wutzau. Okay, damit komme ich klar. Oh oh, noch einer. Ich hab mich gerade aufgeregt oder wollte mich gerade aufregen, dass ich immer nur das Leder komm, nicht einmal. Ah, Bärhunter. Jetzt habe ich, glaube ich, gar nichts gekriegt. Egal. Aber jetzt, so. Ranger Station. Ja, und das Problem, der bäumt sich halt auf oder will zuhauen, ich gehe halt einfach einen Schritt zurück. Und bei dem Fetten geht das nicht. Ja. Der trifft dich halt dann trotzdem. Ja, lustigerweise weiß ich immer noch meine Festnetznummer. Okay. Von was denn, wo ich 10 Jahre alt war. Boah, jetzt gehe ich voraus. Meine Handynummer, die weiß ich nur auswendig. Kann auch echt einfach durchgehen. Macht das überhaupt Schaden? Nee. Tatsächlich. Doch, macht schon. Ein bisschen. Aber es hält sich massivst in Grenzen. Massivst. Oh ja, die Glühbirne würde jetzt bestimmt leuchten, wenn wir die Relais alle oben haben. Das wäre ein Schmankerl. Ja, wir haben die Glühbirne nicht. Ja. Sehr gut. Oh. Eine Notiz. Heftig. Das hätte man jetzt nicht einfach das Ding von der Wand nehmen können. Nein. Hat das gebracht? Frohe Weihnachten aus dem Nichts.
Ja, genau. Passt. B&A Korea. B&A Records. Das war der Hinweis. Ach. Do not lose. Hast du schon gesehen? Ne, was denn, Bruder? Jetzt sagt dir dann, dass du, wenn du zu den Bären gehst, tot bist. Okay. Sechs, ich finde das echt cool, dass wenn ich dich anschaue, oder neben dir stehe, dann kann ich komplett dieses Buch auch lesen eigentlich. Stimmt. Gut gemacht, ja. Ja, jetzt fällt diese Glühbirne, das fuckt mich jetzt gerade. Vor allem ist ja Balboa, Alter, kann ja gar nicht. Ja, obwohl doch dann schon. Es gibt halt dann auch wahrscheinlich noch andere Sachen, weil Perpetuum Mobile, wie heißt das? Caravan Island is and more is coming in the second chapter. Aha, okay. Also ist echt vorbei. Balboa Island die letzte. Fuck off, Alter. Ja, das ist echt bitter. Ich fand's auch krass, weil jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie nach dem Raft gesucht habe, schon halt viele kommen die ersten paar Wochen alt waren. Das Spiel gibt's ja doch schon Ewigkeiten. Ja, ja, das. Dass das letzte Update jetzt mit Balboa vor kurzem erst kam. Ja, das ist Chapter 1 halt. Ja. Das ist jetzt echt ätzend, aber wir hören jetzt nicht auf, oder? Nö, niemals. Wir bauen uns jetzt ein gescheites Raft, damit wir bereit sind für die. Willst du da runtergehen oder was? Ich bin schon dabei. Oi, da. Einfach mal gar nichts scheiße. Wow. Das sieht so geil aus. Ich finde es immer wieder faszinierend. Oh, da ist unser Boot. Wo? Bei dir oder ja, bei mir? In meine Richtung. Wie man in so scheiß Spielen beim Runterfallen dieses komische Gefühl hat. Weißt du, man, also ich yeah. So oft so bei so Spielen, dass ich da einfach, ich springe da runter, das ist ja wirklich nur auf dem Bildschirm, aber wirklich das Gefühl, als würde ich in echt irgendwo runterspringen. Oder zumindest ein bisschen ähnlich. War jetzt noch nie Bungee-Jumpen, dass ich das jetzt beurteilen kann. Oh Mann, mich ärgert's jetzt trotzdem. Ja, aber das war das jetzt wirklich alles? Wir müssen ja die Glühbirne noch, oder nicht? Oder ja, das, da wird's wahrscheinlich weitergehen dann irgendwie oder so. Jetzt hast du uns ein gescheites Raft basteln. Ja. Ja, das ist halt jetzt, wie man gesagt hat, bevor das jetzt bauen wir uns noch eine gescheite Basis. Gemacht haben wir es ja dann doch nicht. Richtig, ja. Naja gut, aber das soll es ja weitergehen. Bei Forest ist ja offiziell vorbei. Das stimmt, ja. Wir brauchen noch Ziegen, den ganzen Spaß brauchen wir noch, also. Ja, wer weiß, wann Chapter 2 kommt, vielleicht dauert es ja gar nicht so lang. Genau. Ich hab keinen Morgen. Echt schon? Ja. Schon. Das ist ja großartig. Oh, ich muss essen. Ganz dringend muss ich mir etwas einverleiben. Und etwas trinken. So. Motoren. Ja, wir haben ein bisschen Holz mitgebracht, gell? Also so. So schlecht der Ausflug. Mein nächstes Mini-Ziel ist auf jeden Fall zu einer Insel. Damit man endlich das Früchtekompott machen kann. Ja, und ich muss echt ganz schnell was essen, Alter. Ja, hast du deine Steaks drauf, oder? Ja, du, was, wenn die fertig werden? Schau mal, was das für Prachtsteaks sind, die Brauern. Weil man nicht mehr aus so einem Bären rausholt, weißt. Ja. Eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Nach wie vor kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn ich die Insel da so anschaue, dass wir da wirklich alles erledigt haben, aber naja, doch, haben wir. Waren da auch zwei Spieltage, mehrere Tage. Waren ja schon fast zwei echte Tage. Pini ist wieder gewachsen. So, Richtung ändern. Dein Fleisch hat wirklich immer noch brutzelt. Das dauert wohl echt sehr lang. Nee, ich hab schon Eis drauf. Achso. Ja, dann nehmen wir mal Kurs auf neue Abenteuer. Und von unseren lieben Zuschauern verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Thank you.